Den bei Ngati muss sagen, du musst ein sehr trickreicher Fisch sein. Bei Voldika, die Ordnung muss wiederhergestellt werden. Die Götter werden es dir danken, allerdings nicht einmal halb so sehr wie die Huana. Also, aufkommender Sturm. Und Ekasa hat mich gebeten, das Rautai-Pulverhaus in die Luft zu jagen und die Valianer zu belasten, damit jeder glaubt, sie seien es gewesen. Das würde meinen Bund mit den Huana ein für alle Mal bekräftigen. Ja, die Händler fertig machen. Königin Sikasa bat mich um Unterstützung ihres Komplotts, das Pulverhaus Rautais zu zerstören und die Schuld der valianischen Handelsgesellschaft in die Schuhe zu schieben. Es würde mit einem Schlag Rautais Bewaffnung krüppeln und Valias Kolonialherrschaft Schande bereiten. Die Königin überlässt die Infiltration des Pulverhauses meines Ermessens, aber es soll keine Zeugen geben, die ihrer offiziellen Version widersprechen können. Falls meine Einmischung unentdeckt bleibt, wird die Explosion sich um alle Beweise kümmern. Das Pulverhaus liegt östlich des Hafens der Messingzitadelle. Ja. Also haben wir jetzt drei Fraktionen, die sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben wollen. Wobei man die Kasse da den größten Vogel abschießt. Aber ganz ehrlich, nachdem wir sie jetzt Voidika erwähnt hat, fällt mir so ein, wenn wir wirklich einer der drei Fraktionen helfen, dann spielen wir eigentlich nur Voidika in die Hände. Weil die ist ja davon überzeugt, dass die Menschen oder die sterblichen Völker ziemlich scheiße sind. Und wenn ich eine von den dreien helfe, würde ich nur beweisen, dass ich auch scheiße bin. Also gehen wir lieber raus und helfen den Prinzipi. Denn die wollen nur Ukaiso plündern und dann Party machen. Also ich sollte einfach Iotas helfen, das Rad kaputt zu machen und dann gucken, wie alles vor die Hunde geht. Oder wir machen dann einfach ein neues Rad und werden selber zu Göttern. Yay. Das heißt jetzt zur heiligen Treppe. Dumm die dumm. Ja, gerade die Piraten sind die neutralsten hier. Die wollen nur den fliegenden Henker haben und nicht eine der anderen drei Fraktionen in den Arsch treten. So, auf die Champions von Berat. Affairs, brother. Wie sieht es aus, Bruder? Hard to complain. All that beauty and fresh air out there.
You should come outside with us sometime. It'd do you some good. Ja, der ist echt eine frohe Natur, hä? Man kann sich nicht beschweren. All die Schönheit und frische Luft hier draußen. Du sollst manchmal mit uns nach draußen kommen. Es würde dir gut tun. Die Feuer in den Augen des Todeswächtern flackern heiser. Oh, right. That's my fault there. Shouldn't have brought it up. Oh, in Ordnung, das ist meine Schuld. Ich hätte die Sprache nicht darauf bringen sollen. Again, no. Speak. Jetzt wieder, sprich. Ich bin gekommen, im Englorio do Espris zu holen. The weapon cannot be allowed out in Aeora. Needed to ward it for all time. But I cannot keep it from the undead if I'm not undead myself. Die Waffe darf niemals hinaus nach Aeora gelangen. Ihr müsst sie bis auf alle Ewigkeiten bewachen. Allerdings kann ich sie vor den Untoten nur dann bewahren, wenn ich selbst ebenfalls untot bin. Mit ihrem Darkosis-Schwert kann ich Revan hervorlocken und in ihren Untergang führen. Du denkst, du deserve ihn, do you? But in what way should I trust you now? Glaubst du etwa, du hättest sie verdient? Und warum zum Teufel sollte ich dir jetzt trauen? Ich habe Revans Heimathafen zerstört? Ja, glaubst du etwa, du hast sie verdient? Und warum zum Teufel sollte ich dir jetzt trauen? The weapon cannot be allowed out in Aeora. Aye, or surely I wouldn't be standing. The weapon cannot be allowed out in Aeora. Toll, das heißt, ich muss ihn töten. Happily. Einfach nehmen kann ich sie mir nicht. How fares, brother? The weapon cannot be allowed out. Oder kann ich irgendwie aber meine Entschlossenheit ist schon auf 19. Warte, kann ich sie noch etwas steigern? Habe ich was, womit ich meine Entschlossenheit noch steigern kann? Vielleicht brauche ich 20. Na, ich nehme einfach das da. So, jetzt dürfte ich 21 Entschlossenheit haben. How fares, brother? The weapon cannot be allowed. Think you're deserving, do you? Nein. Ja, und Klugheit kann ich vergessen. Oh, nice. Dafür habe ich nicht genug Intellekt. Dafür hätte Alok genug Intellekt, aber... Nee. How fares, brother? I cannot, what are you seeking to learn? I cannot, what... The weapon cannot think you're deserving... Ja. Er tritt einen Schritt vor, bei dem alle Knochen klappern und zittern und dann noch ein. Seine Stimme aus der anderen Welt ruft eine Beschwörung Berat, die Flammen seiner Seele steigen nach oben. Ergreifen das gesamte Skelett. Da wirst du jetzt sterben in der Dunkelheit. Oh, hinter mir gehen Wächter an. Kann ich die übernehmen, ist die gute Frage. That's me you're hitting. That's for my friends. Zum Glück geht er schnell down. So, jetzt müssen noch die beiden weg. Oh, da kommt noch einer. Könnt ihr mal aufhören, immer Alof zu hauen? Ja gut, der Kampf war recht einfach, weil wir schon Max-Level sind und hier unten ja nichts mehr so wirklich Schweres rumsteht. Aisha,
So. Schädelzerquetscher. Mittlerer Schild. Ja. Der einzige Weg, Rivan herauszulocken, besteht darin, den Dracosi-Schwur von ihrem alten Schwert Engardo Uspiro zu sprechen. Das Schwert ist derzeit von Isir, dem Berater, bewacht. In den hängenden Grabkammern der hängenden Treppe. Lucia Rivan wurde eine Todeswächterin aufgrund ihrer unsterblichen Hingabe zu dem Schwur des Englori de Espis zu beschützen. Ennis fand heraus, dass man durch das Aussprechen des Sterbeschwurs der Dracosi, während man das Schwert trägt, eine Aura erzeugen kann, die auf Rivan wie ein Leuchtfeuer wirkt. Ich sollte mit der Waffe in See stechen und den Schwur aussprechen. Wie sieht das mit meiner Reparation zurzeit aus? Zwielichtig bin ich fast voll. Ich bin überall fast voll. Ich bin überall voll, bis auf zwielichtig, grausam. Aggressiv bin ich nur eins. Aber grausam und zwielichtig bin ich jeweils ziemlich voll geworden. Was ich eigentlich nicht so wirklich erreichen wollte. Also ganz ehrlich, wenn man als Paladin spielt, muss man echt gucken, wie man das hinkriegt. Weil da darf man ja diese Reputation nicht kriegen, weil man sonst geschwächt wird. Ich bitte dich, rein zu gehen. Nein! Tengaloho will mich essen! Ja, ja. So, über das Meer verlassen. Wir hatten ja schon einmal die Begrüßung mit dem fliegenden Henker. So, hier ist offenes Meer. Dann segeln wir mal dahin. Also das wäre hier oben noch offenes Meer, aber hier unten sieht gut aus und ist auch in der Nähe ihres Hafens. So, das heißt, Questgegenstände. Questgegenstand. Der Name dieses Panzerbrechers der königlichen Familie von Großverjäger gehört laut übersetzt sinngemäß verschlingerte Seelen. Er wurde von Lucia Rivan ins Todesfeuer gebracht, einem weiblichen Paladin der Dracosi. Ihr war die Aufgabe anvertraut worden, die Klinge so beschützen. So sehr du die Waffe auch darum bemühst, so wärst du dich auch darum bemühst, du kannst die Waffe nicht aus ihrer Scheide ziehen. Verrat. Achso, das war der Brief von Direktor Castor. Splittert es nicht. So, wie sage ich jetzt den Schwur? Ich bin doch in See gestochen. Ich sollte mit der Waffe im See stechen und den Schwur aufsprechen.
Ja, aber wie? Das Buch kann ich öffnen.